MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Agents of Mayhem. Und schön, dass ein paar eingeschaltet habt, schaltet haben. Und bevor ihr euch fragt, warum ich hier in der Zentrale bin, ganz einfach erklärt. Da, wo ich aufgehört habe, war leider kein Speicherpunkt, aus irgendeinem Grund. Da wollte ich neu anfangen und dann habe ich dann doch noch bis zu diesem Speicherpunkt hier gespielt. Es gibt aber nicht viel Neues. Wir haben jetzt das Arsenal freigeschaltet. Hier vorne das Waffenlager. Hier zeige ich euch ganz kurz, können wir unseren Agenten bearbeiten im Thema Gadgets, Verbesserung, Kernverbesserung. Dort habe ich auch eine Verbesserung vorgenommen, und zwar Amerika, dass die Hollywood-Fähigkeit jetzt uns unbegrenzte Waffen zur Verfügung stellt. Leider gibt es nur diese roten Kristalle dafür. Ja gut, ist nicht so schlimm. Komm mal durch, denke ich mal. So, hier war... Okay. Ja, super. Ja, wow. Wow, super. Toll. So. Hier können wir Sachen herstellen. Unter anderem zum Beispiel hier die Bowlingkanone. Die können wir aktivieren, wenn wir sie benötigen. Und das ist gar nicht so schlecht, weil, wie man sieht hier, die kegelt eigentlich alles weg, was im Weg ist. Davon möchte ich einmal alles herstellen, was wir haben. Zack. So. Sehr gut. So, jetzt müssen wir... Wow. Ich denke mal, das ist unser Energiekern oder sowas. So, wo müssen wir hin? Ah, na, ganz oben. Zack, zack, zack. Cool, dass übrigens ein paar Leute interessiert sind, und ich denke mal, mit und mit werden ein paar mehr dazukommen. Well, it seems your complete and utter failure to assassinate Dr. Babylon may have yielded some positives. Yes. Oh, okay. I mean, yeah, I knew that. Intelligence suggests Babylon intended Seoul to be more than just a brief pit stop. We need okay. to find out what the doctor's designs are. Friday okay. has the details. Go see her. Now go back to yep. work before I have Carol in HR enact a decision. So, hier kommen wir gar nicht durch. Auch sehr geil. Was können wir denn hier machen? Interagieren. Ah, okay. Ein paar Infos. Sehr gut. Einsätze. Operation Wütender Pfeil. Sonderuntersuchung Rama. Da Babylon in Seoul ist, muss Mayhem herausfinden, was er vorhat. Das ist ja nicht erstmal das Problem. Eine unerwartete Information könnte verraten, wo man mit der Suche beginnen sollte. Legen wir los. Sehr geil. Übrigens können wir... Wir nehmen mal den hohen Schwierigkeitsgrad. Oh, es gibt noch mehr. Oha, Leute. Ja, wir nehmen mal höherer Agent und... Also höherer Agent. Und gucken wir mal, wie das abgeht. Ich meine, der letzte Kampf wären wir fast alle draufgegangen, aber egal. Kriegen wir hin. Should we get going? Y'all ready for some fun? Es ist geil, wie die entsandet werden. Einfach reinspringen. Und zack. Teleportiert. Ist nicht schlecht, finde ich. So, ganz kurz mit der neuen Dingens ausrüsten. Achso, ist schon ausgerüstet. Mit Y aktiviert man diese. Operation Wütender Pfeil. Los geht's. If we're going to find out what Babylon and his Ministry of Pride are up to, we should start at the obvious source and beat up some Legion troopers, yeah? Friday. I doubt some lowly grun is gonna know Babylon's master plans. Well, Legion okay. uses drop pods to deploy troops rapidly. Get close to the launcher so I can determine where its command signal comes from. That should tell us where to look next. So, okay. no interrogation scenes?
Also hier, wir können, also wie gesagt, Fahrzeuge klauen. Die sind nicht besonders schnell, aber die sind cool. Wobei zu Fuß ist man fast schon schneller. Aber es ist ein geiles Feature. Es macht einfach Bock, mit den Autos ein bisschen rumzugrüßen. Oha. So, was ich gerade aber sehe. Okay, kriegen wir nicht mehr. Schade. Ja, da vorne haben wir ein Symbol. Sehr gut. Einen neuen Kristall. Wow, jetzt kommen aber viele hier. Wow! Wir erledigen mal ganz kurz den Rest hier, der hier rumflitzt. So, jetzt haben wir den schon mal. Sehr gut. Oh, geht mir doch nicht auf den Keks hier. Mensch. So. Ich suspect you can sabotage the launcher if you fire at its weak points. Na, komm doch. Es geht doch. Ja, das Spiel ist schon sehr geil gemacht. Auch die Steuerung ist sehr, sehr gut. Los geht's! Got it. Putting the location of Legion's outpost into your sim. Ja, ich denke mal, das war's. It seems when Legion controls an area, they put numerous diabolical machines all over. Drop pod launchers, ice barrage weapons and other terrible things. Das war auch zu einfach, aber geil. So how do we stop Legion from deploying those evil things? Hopefully by taking over the outpost. There's an elevator platform on the ground. Hack the console there and use the platform to reach the roof. No problem. I always. So, ne, ein Rennen wollen wir jetzt nicht unbedingt haben. So, dann flitzen wir mal hier hoch. Geil, das Spiel ist so cool gemacht, Leute. Das ist wirklich richtig nice. Auch die, ich mag das wirklich, diese enorme Geschwindigkeit. Wow! Cool. Neue Reisemöglichkeit gefunden. Sehr gut. Auf geht's. Once you reach the top, destroy dann gucken wir doch mal, wo es hingeht. Then hack the large antenna so we can access their signal. Okay, das müssen wir alles zerstören. Ist ja eigentlich kein Problem, würde ich sagen, oder? Gut. So, nochmal kurz hochfahren. My beautifully manicured fist is gonna wipe that smirk off your face. Los geht's! Sehr gut.
Wow, 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 wow. Sind ein paar viele unterwegs, würde ich behaupten, von daher. Was geht ab hier? Alle Achtung! Was? Alles gut, Junge. Sehr geil. Hacken. Wofür hacken? Brauchen wir nicht. Überraschung. This looks sehr gut. Das war's schon. Ach so, ja, Position eingenommen. Super einfach, sehr gut. Quadrantenscan fertig. Heißt, so geht aber noch weiter, oder? In the future you can use a mayhem controlled outpost to see legion activity in the area. Ah, though okay. Be careful attacking other legion outposts now. My guess is they'll fortify their defenses with each one we take. Okay, also die Verteidigung wird höher. Perfect. Then the agents can head to the location I just sent them. Kremlin, what are you up to? Well, with Legion now weak in this area, Mayhem can grab a few places of our own. Like a place I can meet up with the agents, for example. That sounds like good information, Kremlin. Oh, I'm glad you like it, Hardtack. When you get there, just set up some signal blockers outside okay. The building so Legion can't machen find wir. Us. Sehr gut. This information we downloaded doesn't make sense. It looks like Babylon's takeout order from Scooter's genuine all-American charbecue. And now I'm hungry. Friday, let me see that order. Oh, Miss Brimstone. I didn't know you were listening in. Of course, here you are. Oh, hey, if you're placing an order, I'll take a jumbo rack of ribs and... This is not an order for takeout, Agent. This is an old Legion code. Friday, come to my office. I'll show you how to decrypt the data. Yes, Persephone. On my way. And Friday, I'm sending you a list of agents. Send up the signal and get them into Seoul. Now. We will start with Agent Rama. Of course. I can do that. So, no barbecue then? Damn. Jetzt flitzen wir flott hier rüber. What do we have here? Sehr gut. Haben wir schon mal zwei. Irgendwo einer? Nö, ne? Nein. Ich dachte gerade, jetzt müssen wir hier hin und her flitzen. Das erinnert mich so ein bisschen an GTA. That's the last one. I'll be waiting inside to say howdy in person. War das GTA damals? Doch, tatsächlich. Ich war gerade überlegen, was es war, aber es war GTA damals, dass man so Generatoren aufbauen musste, beziehungsweise deaktivieren musste. Sehr gut. Haben wir geschafft. Good to see you're doing well out here. Schick. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao, Leute.